Der DKW F1, ein kleiner Sachse. Hier das Cabriolet. Nicht unbedingt das schönste Auto, hatte aber Geschichte geschrieben. Kann man ja alles im Netz nachlesen. Und hier? Die Limousine. Beide Autos nachkonstruiert in Cinema 4D, einem 3D-Konstruktionsprogramm. Ich werde nicht darauf eingehen, wie ich konstruiert habe. Versteht eh keiner. Ich oft auch nicht, ja. Hat aber irgendwie funktioniert. Aber ich werde dennoch ein paar Worte dazu sagen. Ja, muss ja irgendwie das Video füllen. Hier mal eine andere Ansicht des Cabriolets. Beim genauen Hinsehen sieht man Texturunterschiede zwischen der Motorhaube und dem dahinter folgenden, also der Karosserie. Während die Motorhaube glänzt, ist die Farbe an der weiteren Karosse mehr so stumpf. Das liegt daran, dass die Motorhaube aus Blech gefertigt wurde und dementsprechend lackiert und der Rest dahinter aus Sperrholz, bespannt mit Kunstleder. Hier sieht man eben Gesagtes noch einmal. Ja. Die F1-Typen hatten übrigens keine Rückspiegel oder Scheibenwischer. Allerdings hatten sie Winker, habe ich hier vergessen. Muss ich noch nachreichen. Also zumindest die Cabriolets. Ja. Bei den Limousinen bin ich mir da nicht ganz sicher. Die wenigen historischen Bilder von den Limousinen kann ich hier, ja, aus lizenzrechtlichen Gründen nicht zeigen. Hier aber mal vom Cabrio ein gemeindefreies Bild. Das Bild ist überbelichtet. Ja, da hat Vater nicht aufgepasst. Wollte mit dem Bild aufzeigen, dass die Fahrerseite keine Tür hat. Der Fahrer musste also auf der Beifahrerseite einsteigen. Das ist übrigens meine bevorzugte Renderansicht. Geht schnell in der Bilderstellung und bringt gegenüber der texturierten Ansicht besser die Details zur Geltung. Ach, ich habe schon wieder Wortfindungsschwierigkeiten hier. Das ist ein Ausschnitt aus der Konstruktionsansicht, sehr polygonlastig. Ich musste das aber so gestalten, weil verschiedene Bauteile aus Pressblech vorhanden sind und weiche Übergänge haben. So, das Bild wechselt jetzt in die gerenderte Ansicht. An so einem Bild rendert der Stunden. Ja, kein Wunder, mein Rechner stammt ja noch aus Bismarcks Zeiten. Allein die Lampen sind aufwendig in der Berechnung. Ich setze ja Global Illumination ein, also die globale Beleuchtung. Da werden die Lichtpartikel so simuliert wie in der Wirklichkeit. Also so ein Lichtpartikel wird ja mehrfach reflektiert im Realen, auch hier in der Software. So Ping-Pong-mäßig von hier nach da, von da nach dort. Und wenn das dann noch im Glasmaterial mit einem Brechungsindex geschieht und hinter dem Glas, welches auch noch strukturiert ist, sich noch ein Glas, wie hier hinter der Scheibe die Glühbirne, die das Licht an der silbernen Innenbeschichtung bricht. Ja, dein Gute-Nacht-Rechner. Des Weiteren kann ich keine Shader-Lackierung von der Stange nehmen. Ich muss die auch noch anpassen, um bewusst Störungen reinzubringen. Rauheit zum Beispiel. So zu sehen am Kotflügel. Ja, und das kostet dann auch nochmal Renderzeit. Für die Konstruktion oder besser das Re-Engineering braucht es Pläne. Nur noch Fotos zu bauen halte ich für nicht machbar. Oder? Man erfasst die Autos durch Scan. Das ist egal, ob durch Laser, Infrarot oder Photogrammetrie-Scan. Für den DKW liegen glücklicherweise Pläne vom Chassis und den vorderen Kotflügeln vor. Letztgenannte sind ja bei dem Auto sehr, sehr eigen. Und wie man im Film sehen kann, ordne ich die Pläne in drei Achsen. Und kann dann so aus den verschiedensten Perspektiven die Konstruktion angehen. Dann drücke ich nur den Knopf und das Programm macht den Rest. Nee, momentan muss man natürlich manuell konstruieren, aber vielleicht läuft das in ein paar Jahren automatisch, wenn es eine entsprechende KI dazu gibt.
Für die Recherche nutze ich, wenn vorhanden, Ersatzteillisten, Bücher, exakte Bücher und Pläne. Natürlich auch Fotos. Wobei das jetzt hier der Plan eines anderen Autos ist. Das ist die Limousine im Berliner Tiergarten. Das Auto wurde nicht in ein Foto kopiert. Das ist eine HDAI-Aufnahme, also ein Bild, das als Leuchtquelle fungiert und das Auto in seiner Lichteigenschaft ummantelt. Also da funzelt keine Lampe das Auto an, das macht dieses Bild. Damit wird dort eine Beleuchtung auf das Auto garantiert, als wenn es real zu dem Zeitpunkt der Aufnahme an diesem Ort gestanden hätte. Man sieht diese Ummantelung auch in den Radkappen. Da spiegelt sich das Bild, welches quasi hinter dem Betrachter ist, wieder. Ein Fehler ist in der Oberfläche zu sehen. Lacke in ihrer Glanz- und Spiegeleigenschaft sind da gnadenlos. So etwas fällt in der Konstruktion jetzt nicht unbedingt auf. Erst nach dem Rendern kam das jetzt zum Vorschein. Wird aber noch korrigiert. Die Farbe ist übrigens von einer DKW-Farbpalette. Zwar die der Reichsklasse, aber ja, vielleicht war die auch schon ja, bei dem Modell, also bei diesem Modell vorhanden. Hier mal ein Blick ins Innere, ohne Texturen. Die sehen in der Voransicht nicht so gut aus. Und zum Abschluss noch einmal beide Autos zusammen. Habe übrigens wieder einen Fehler entdeckt. Die Wölbung am Cabrio ist ein bisschen zu hoch. Das muss ich noch korrigieren. Spätestens dann, wenn ich die Autos für den Modellbau 3D-Druck präpariere.